Hallo, herzlich willkommen zurück bei Elden Ring, unter dem Schatten des Erdenbaums. Vielleicht habt ihr die letzte Folge gesehen, wir haben einiges zu tun. Und, ach warte mal, Nicole hat was gebaut, das sehe ich ja jetzt erst. Guck mal, hier, da, daneben mir sind die Seelen eingeblendet. Ich glaube, das hat Nicole gebaut, damit ich rechts in der Ecke bleiben kann, wo die normalerweise zu sehen sind. Der Nicole ist ein Teufelskerl. Ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Wie macht der sowas? Der Mann ist ein Genie. Naja, jedenfalls haben wir Folgendes vor. Wir wollten unsere Schwerter ein bisschen aufwerten und mit verschiedenen Aschen bestreuen. Und wir wollten mal gucken, ob wir irgendwie noch einen Hammer oder sowas haben, als Alternative für so Steinmonster, die gegen Katana immun sind. Das müsste ja hier sein. Ja, nach Objekttyp. Lass uns mal gucken, ob wir irgendwas haben. Das sind alles so Großschwerter. So irgendwas Keuliges brauchen wir. Naja, so eine Standardkeule, klar, die kann man natürlich nehmen. Sowas vielleicht, ein Morgenstern. Kann ich mir vorstellen, dass die sehr gut dagegen sind. Oder sowas, fließender Nothammer. Skaliert natürlich, skaliert das alles mit Stärke, der skaliert mit Glaube. Was meint ihr, was wäre noch eine schöne Alternative gegen diese Steine? Diese trifft man ja oft in den Minenschächten. Diese Waffe stinkt häufig nach Blut. Ja, vielleicht könnte man die einfach auch ein bisschen aufleveln, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das Morgenstern und eine Asche auf Geschicklichkeit. Einfach so ein Standard-Morgenstern, vermutlich, ne? Sollte dann vielleicht auch bestens funktionieren. Ja komm, pass auf, dann machen wir jetzt level ich mal erstmal meine beiden Schwerter voll auf. Mir gefällt dieses große Katana eigentlich ganz gut. Und wir haben noch 6 von den Dingern, dann können wir immer noch 4 komplett verstärken. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Das hier ist das Großkatana, genau, wir haben 6 von den Drachenschmiedesteinen. Wollen wir mal nicht so geizig sein. Dann machen wir das jetzt hier auf 25. Und dann level ich mein zweites Standardkatana auch noch hoch. Damit ich dann unterschiedliche Aschen draufpacken kann, je nach Gegnertyp. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Hm. Wo bist du denn? Ja, das, nee, das ist was anderes. Okay, warte, wo bist du? Das hier wäre es dann, genau. Oh, Schmiedesprengstein 7 brauche ich erstmal. Was haben wir noch? Oh, Schmiedestein 8. Fehlt uns. Wo, warte mal, wo kann ich die kaufen? Hier nebenan. Nee, nicht hier, sondern. Völlig falsch. Ich muss zu diesen beiden Zwillingen. Die hocken bei dem Ekeltyp. Der, glaube ich, gar nicht mehr da ist. Das war hier. Da sind sie doch. Hier rechts. Hallo! Haben wir noch was? Ich wollte gerade sagen, haben wir noch nichts. Klangperlenhändler? Was? Die ist Klangperle? Nee. Wir wollten kaufen. So, wir brauchen. Das sind die Dunkelschmiedesteine, 9 Schmiedesteine. Dafür brauchen wir welche. Ich weiß nicht gar nicht mehr wie viele. Aber wir kaufen einfach ein paar mehr. Ich
Falls wir noch andere. Ich mach das jetzt einfach schon mal. Okay. Wir wollen ja auch noch andere leveln. Deswegen. Ah ne, hier ist das, der Typ. Der ist überhaupt noch da? Nö, der ist auch nicht mehr da. Und dann gehen wir wieder darüber. Ich werde mich hier auch immer wieder verlaufen. Okay, hallo Schmiedmann. So, genau, das machen wir jetzt mal auf 24. So, und jetzt können wir das auch noch auf... Machen wir das auch noch auf 25. So, und jetzt... haben wir... Das ist das 25, ja, ne? Ja. Sehr gut, jetzt haben wir nämlich... Oh, setz ihn mal hin. Asche. So. Das ist auf Holy. Das ist auf Frost. Und dann haben wir das auf Blut. Ja. Das ist, finde ich, ganz gut. Jetzt haben wir alles, was wir wollten. Und dann können wir immer fließend wechseln. So, jetzt nehme ich mal das Holy raus. Pack das Blutding rein. Dann kann ich mir nämlich mein Doppelblutbild bauen. Wobei ich mich gerade frage. Ich hatte das, glaube ich, immer oben, ne? Also müsste eigentlich egal sein. Ja, das fühlt mich eigentlich ganz gut ausgerüstet. Achso, den Hammer wollten wir jetzt. Den Steinhammer wollten wir nochmal. Genau, das habe ich fast vergessen. Diese. Standardkeule jetzt einfach noch mal kurz auf. Ich glaube, die müsste weiter unten sein. Das hatten wir auch noch überlegt für die. Oh, guck mal hier, solche Keulen haben wir auch noch. Oh, guck mal. Da brauchen wir 25 Stärke, aber könnte man den nicht mit einer Geschicklichkeitsasche bestücken? Warte mal, wenn ich jetzt auf dieses Ding meine, dann... warte kurz. Ah, das muss ich am Dings machen. Ist diese Keule, ist das besser als die, besser als der Morgenstern? Kann man die mit einer Geschicklichkeitsasche versehen oder so? Und dann... ist die vielleicht sogar besser? Geht das? Sagt mal was, ihr seid doch die Experten. Ich wollte mir noch was Keuliges holen. Also entweder diesen Standard-Morgenstern oder halt so ein Stahlgroßhammer. Der muss doch gegen Stein auch richtig krass sein. Also, wenn wir da jetzt... Ah, welche Asche macht man da drauf? Die hat ja, glaube ich, hat die nicht sowieso schon Standard irgendwas mit Holy sogar? Blitz. Hm, die ist ja, die sind schon in Benutzung, ne? Was ist denn gegen Stein gut? Eis? Also, lass mal gucken. Die hat doch eh schon standardmäßig Holy Damage. Wäre da nicht sogar dann diese hier gut? Heiliger schwarzer Gruß. Und dann müssten wir die aber auf Geschicklichkeit machen. So, warte mal, wenn ich jetzt... Kann ich die Anforderung nicht verändern? Nee, Mist. Okay, ich kann den gar nicht wielden, leider. Ah, Mist. Muss ich erstmal auf 25 Stärke und ich bin bei Stärke auf 17. Das ist Quatsch. Nee, das funktioniert leider nicht. Ich dachte, ich kann die Attribute auch senken dadurch, aber es geht nicht. Oh, ey, eine Spitzhacke müsste eigentlich auch gut sein gegen die. Naja, das sind alles Stärkewaffen. Krieg ich nicht hin. Komm, dann machen wir das und packen auf diesen Standard-Morgenstern jetzt einfach mal. Was packen wir darauf? Kult?
Ich will sowas erst bauen, wenn du es wirklich brauchst. Ja, aber das kostet mich ja nicht so viel. Die ist eigentlich immer ganz gut in diesen Minen einfach, wo ich eh gerade dabei bin, sonst vergesse ich das und mache das sowieso nie. Auf die Art und Weise kann man das mal so ein bisschen ausprobieren. Was wir so an Aschenschlag brauchen, weil das ist Schnellschrei der Bestie. Sturm, Sturmstampfer, flammender Schlag, Blitzbock. Es muss ja eine Logik geben. Gegen was ist Stein schlecht? Gegen Blitz vielleicht, oder? Weil Blitz spaltet Steine. Ein Blitz spaltet Steine. So, jetzt können wir entweder auf Blitz gehen, machen Blitzschaden. Bei Pokémon war es Wasser. Morgenstern, Felsklinge und auf Geschick. Habe ich sowas überhaupt? Habe ich das überhaupt, die von dir gewünschte Asche? Habe ich, glaube ich, gar nicht. Felsenklinge liegt vor der Brücke von Radan. Na, da müsste ich doch eigentlich haben. Habe ich aber nicht. Den müssen wir dann mal demnächst nochmal hinreisen. Okay, aber also dann sparen wir uns das doch auf. Da sind wir wieder an dem Punkt, dass ich es nicht gemacht habe. Da müssen wir kurz noch hier die Asche da wieder... Warte mal ganz kurz. Welche hatte ich jetzt? Diese oder nicht? Fuck holy. Welche habe ich denn rausgenommen? Habe ich die gar nicht rausgenommen? Bin ich jetzt ein bisschen blöd? Ne, das ist doch alles... Da ist es einfach die. Okay, die ist ja immer noch drin. Die Holy Schmoly. Was habe ich falsch gemacht gerade? Egal, hat mich gerade verwirrt. So, okay, dann gehen wir mal raus. Und die ist bei Radan vor der Brücke. Okay, dann gucken wir uns die mal kurz an. Radan ist ja hier unten. Und wo ist die Brücke? Welche Brücke ist das? Ist das hier diese Brücke? Müsste die sein dann hier, oder? Schlossplatz Rotmähn und dann hier, oder was? Würde ich mal sagen. Südwesten von da. Hier diese Brücke. Die, ne? Die unpassierbare muss es dann sein. Die unpassierbare große Brücke. So, wo bist du? Asche. Wie spielen wir? So. Ich lausche. Den Käfer höre. Weiter nach Westen. Der muss ja hier irgendwo wohnen, dann der Käfer. Wo muss das sein? Aber das Schwert. Oh, da oben. Ah, okay. Was bekämpfen die sich hier wieder gegenseitig? Dann gehen wir mal da rauf. Ah, ich höre schon was. Na, haha.
Oh no, jetzt rollt er da runter. Oh, Hammer. Okay. Jetzt können wir ja ein bisschen zusehen und ein paar Level bekommen. Wer gewinnt denn da in aller Regel? Okay, können wir jetzt überhaupt reisen? Oder ist uns das untersagt? Oh ne, können wir machen. Ah ja, siehst du? Es gibt immer mal wieder Sachen, die ich einfach nicht habe. Schon erstaunlich. So, jetzt level ich einfach diesen Morgenstern auf. Nicht bis 25, aber bis 24 können wir das ja easy machen. Und dann haben wir... wollte ich schon immer mal machen. So. Speziell gegen diese Felsenfreunde. Wo bist du? Morgen. Da. Ach, guck mal, da geht's schon los. Schmiedestein 1 fehlt mir. Jetzt muss ich wieder rüberlaufen. Kommen die Käfer auch wieder? Ja, wenn du sie nicht besiegt hast, kommen die wieder. Nehme ich mal stark an. Sonst hättest du ja nur einen Versuch auf so eine Asche. Also, wir wollen... Ich kaufe jetzt einfach ein paar mehr. Voll teuer, ne? Da müsste jetzt eigentlich reichen. So. Und zum Schmiedemann. Und dann haben wir alles gemacht und dann wird es weitergehen hier. Dann reisen wir wieder. Keuli, Keuli, Keuli. Da. Und weiter. Immer weiter. Bloß nicht zu weit. So, der muss natürlich auf 24 bleiben. Jetzt machen wir die Asche rauf und dann haben wir das auch. Ist doch geil. Felsenklinge auf solide. Alles klar, machen wir so. Linesheart. Felsenklinge auf solide. Dann bupp. Oh, wo bist du? Da. So, und jetzt dies neue Felsenklinge auf solide. Oh, klingt doch gut. Machen wir das doch. Auch solide. Okay. Dann haben wir die auch. Gibt es ja eigentlich so. Es gibt leider kein Favorite, ne? Ich würde gerne so ein paar Favorites. Okay. Dann haben wir alles. Dann können wir wieder losgaloppieren. Jedes Mal das gleiche. So, wir waren. Ja, das zeigt uns an. Hier geht's weiter. Wir waren... Hier haben wir alles, glaube ich, angeguckt. Wir müssen dann... Hier geht's ja auch irgendwo noch weiter. Es geht hier oben halt noch weiter nach Renala. Das haben wir auch schon gecheckt. Also hier, klar, hier geht's noch weiter. Ich will jetzt aber erstmal im Süden ein bisschen gucken. Wir müssen ja auch hier noch wieder hinkommen. Und zwar... Hier war dieser Drache noch, der so hart nervt. Also hier gab es, glaube ich, irgendwo eine Möglichkeit hochzukommen. Also in dieses Gebiet müssen wir auch noch kommen. Hütte der Ältesten? Warte mal. Da waren wir dann ja schon. Bin ich hier schon durchgeritten? War ich hier schon und habe dieses Kartenstück etwa nicht geholt? Wie ist denn da nochmal hingekommen? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Das müssen wir nochmal
Das müssen wir nochmal ausprobieren. Sternfaust ist verfügbar. So, war das diese Ding, die, wo wir das letzte Mal rausgegangen sind, als Maxim kam? Ich glaube, ne? Weil die hatten wir denn nie zu Ende gemacht. Ich glaube, das war diese hier. Und das ist ja auch so eine Mine. Und jetzt frage ich mich gerade, ob wir hier vielleicht sogar unseren Hammer schon gut verwenden können. Da war ich hundertprozentig noch nicht. Okay. Aber die haben wir denn auch... Oh, warte mal. Nee, die haben wir doch zu Ende gemacht. Haben wir die nicht zu Ende gemacht? Es gab zwei. Warte mal, welche war denn das? Ich glaube, das war die, die wir noch nicht zu Ende gemacht hatten. Aber dieses Rohr... Oder war das diese hier? Eine von den beiden haben wir noch nicht zu Ende gemacht, weil Maxim kam. Diese hier? Die müssen wir noch zu Ende machen. War das die hier? Ah ja, okay. Genau. Ja, das jetzt... ringelt es auch wieder, genau. Und hier sind diese Typen da. Weil ich nicht glaube... Ich glaube nicht, dass es... Stein... diese Keulen gegen die unbedingt so viel besser sind. Weil die sind ja nicht versteinert. Das sind ja so ganz normale Heinis. So, und da sind wir dann da durch. Jetzt muss ich natürlich nochmal überlegen. Du warst aber schon fertig mit der. Hier 10 Sekunden hätte ich noch gebraucht. Echt? War da nicht noch ein Endboss oder so? Ich sprinte hier so ein bisschen durch. Genau, diese, die meine ich, die Johnnies. So, jetzt muss ich. Ich will das mal ausprobieren mit der Keule jetzt. Ich will nochmal testen. So. Wie das jetzt hier läuft. Ja. Okay. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich so unbedingt viel mehr Schaden mache. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ah. Und jetzt? Ja, ah, okay. Da, ah, ja. Ich glaube, ich kriege die aber schneller gestaggert hier. Okay, eine flache Rückhand. Ach, die Asche. Ja, okay. Ah, jetzt macht er das wieder. Alles klar. Warum darfst du das auch zum Geheimnis machen? Okay, warte. Wir testen nochmal, ne? Jetzt noch quasi aktiviert die Asche. Ich weiß gar nicht genau, wie die funktioniert. So. Okay. Hm. Ich will es einfach nochmal probieren, jetzt hör mal auf. Ich will eigentlich gar nicht gegen dich so lange kämpfen. Muss ich aber vorne reingreifen, naja. Hinten reingreifen.
Das ist so komplett unnötig, was ich gerade mache. Ich wollte nur die Keule austesten. Was hänge ich hier mit dir? Ich habe nicht das Gefühl, dass die Keule bislang so viel stärker ist. Aber ich hatte ihn zumindest beim ersten Mal gestunt. Ich glaube, man muss einfach so. Ja, okay, dafür ist die vielleicht doch ganz gut. Also ich muss natürlich dann auch in seinen Schwachpunkt reinhauen. Auch, ich glaube schon, dass die ganz gut ist gegen den. So, jetzt muss ich nur noch wissen, wie das jetzt hier nochmal war. Ich will mich jetzt hier nicht allzu lange aufhalten. Ich will eigentlich direkt... Ich habe einfach original keine Dinger mehr. So, da war, glaube ich, so ein Dicker, oder? Ja, genau. Dem habe ich die... So. Ey. Wir sprinten einmal durch. Zweimal gestunt ist okay, ja. Habe ich keine Flasks mehr, wie doof. So, mal da war ich schon. Au, shit. Einfach mal vorbei. Ich glaube, ich muss mal hier diese Flasche essen. Nur für alle Fälle. So, jetzt waren wir hier. Da, das war... Genau, das war der Hauptsaal. Ich glaube, hier irgendwann sind wir auch wieder rausgelaufen. Ist hier noch irgendwas? Scheiße, hier ist ja nichts mehr. Außer diese Typen. War es das denn schon? Ah, die haben gar keinen Boss oder was? Ja, toll. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist dann überhaupt. Aber das haben wir uns noch nicht geholt. So, warte, wo kamen wir jetzt? Kurz, da kamen wir, glaube ich, her. Von hier? Ja, da gibt es natürlich so ein paar Hebel noch. Okay, warte, hier sind... Ah, na, ja, das ist natürlich jetzt Quatsch mit Soße. Ist hier noch irgendwas? Und zwei von denen, die kann ich natürlich jetzt in meinem derzeitigen Zustand unmöglich bearbeiten. Ja, ihr könnt mir gerne für diesen Dungeon Tipp geben, weil ich bin jetzt hier nur kurz mal rein, weil ich dann wegen Maxim hier raus bin und ich jetzt das noch mal zum Ende bringen wollte. Au, ey, hör mal auf jetzt. Kein Interesse. Lololo. Natürlich machst du das. Haha, tschüss. Ja, wir wollen jetzt aber nicht so tun, als wenn ich da nochmal rauskomme, ne? Ich kann mich jetzt einfach mal in Ruhe umsehen. Tja. Also... Weiß ich nicht, soll ich da runterjumpen in... Ich könnte jetzt den Wasserfall runterhüpfen, ist da noch was? Ja, aber dann kommen die Freunde doch jetzt hier wieder raus. Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist so dumm!
Uiuiui, mal gucken. Das müssen wir wieder. So. Also. Hier waren wir schon. Ja, noch eine zweite Tür, das, die ist dann eventuell auch ein Aufzug. Oh, uraltes Meteoritenerz-Großschwert. Oh. Oh. Ja, es, guck mal, alter Schwede. Okay, das ist ja fantastisch. Okay. Der Ofen ist immer das Ende des Dungeons. Ja, fantastisch. Okay, sehr gut. Dann wechseln wir mal den. Jetzt haben wir rausgenommen das, ne? Nein, wir machen das rein. Dann haben wir sie doppelt. Hi, ich bin wieder da. Ich sollte abhauen, fällt mir gerade ein. Ich sollte mich nicht auf die einlassen. Wir sollen mal kurz mal irgendwo hingehen, wo es uns gut geht. Wir könnten auch einfach hier wieder kurz rein, nehme ich an. Hört ihr das? Hier ist auch noch so ein Freund. Wo ist er denn? Das ist verlockend. Aber ich muss eigentlich... Ich bin gleich tot. Wo ist er denn? Da. Ach du Scheiße. Das war so dumm. Ich hab mir gedacht, vielleicht kann ich da reinziehen. Man weiß ja immer nicht, vielleicht ist ja auch eine geile Asche oder so bei. Man weiß ja immer nicht, was das ist, ne? Also mich hier, was? Nee, warte mal. Wir kommen noch hier wieder raus. Ein Versuch war's wert. So, jetzt hau ich die aber alle oben, weil die mich natürlich jetzt hart genervt haben. Und so, ich will jetzt wissen, was da drin ist. Sind richtig sauer, die Jungs, ne? Ey, mein Stamm. Stampf! Ah, ey, warte mal, ich will erstmal stampfen hier. Warum bin ich eigentlich so, ich habe leider keine Ausdauer mehr, aber... Au, wieso hat er denn? Jetzt warte mal, jetzt warte doch mal kurz, meine Güte.
ist einfach so dumm. Wenn man die nicht mehr ernst nimmt, ne? Ah, egal. Ich hätte, glaube ich, eh nicht so viel Seelen, oder? So. Tap, 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 tap. Machen wir mal hier unseren klassischen... Weil ich super wütend bin auf diese ganze Bande. Mache ich das jetzt so. Du. Ah, sag ich doch, da ist eine neue Asche. Nehmen wir raus. Ey, ach, ich muss erstmal das Zeichen da wegmachen. Meine Güte! Jetzt ist doch Schluss mal jetzt. Wir hatten doch. Okay, ist egal, ich hab die Asche. Mir doch egal. So, raus da jetzt. Wo wollten wir eigentlich hin? Wir wollten... Genau, hier wollte ich nochmal hoch. Das ist die Hütte der Ältesten. Und da muss ich doch eigentlich schon gewesen sein, oder? Da kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Da ist ja dann dieser Drache. Wie bin ich denn da hochgekommen? Es gibt ja diese Flugsprudel, die hier irgendwo waren. Hier war, glaube ich, Klippe. Hier, ich weiß nicht, ob es... Wo waren nochmal diese Flugsprudel? War das beim Giftbecken? Hier. Ich war hier unten, genau, ich bin hier unten durchgeritten. So bin ich da hochgekommen und da waren diese komischen... Probiere ich mal hier runter zu gehen. Jetzt habe ich mir nicht mal angeguckt, was ich gerade für eine fantastische Asche bekommen habe. Tö. Das machen wir natürlich jetzt. Was habe ich hier Schönes? Zeig es mir. Durchbohrender Wurf zur Verwendung mit Wurfklingen. Na, okay. Ist jetzt nicht zu 100% unser Ding. Okay, also. Pony, komm her. Hier muss es hier irgendwo runtergehen. Genau. Und dann... Hallo, was ist das denn? Hey. Schallattacke. Er trifft da nicht. Jeder vierte Schlag muss treffen. Mehr brauchen wir nicht. So, ich finde riesige Fledermäuse sind eh ein bisschen suspekt. Ich meine, wir müssen. Nö, müssen wir nicht. Warte. Wir reiten mal hier entlang. Aus Versehen eine Flasche getrunken, das wollte ich gar nicht. Oh, ah, ja. Was ist das? Das ist neu. Oh. Ja, das nehme ich doch gerne mit. Wer hat denn hier so eine kleine Brauerei errichtet, mitten im Nirgendwo? Das ist super gefährlich mit dem Eingang hier. Schaut mal. Da. Wenn du dann morgens zur Arbeit gehst oder musst nachts mal auf Klo. Das ist aber eine Größe, das ist Teil dieser Burg. Naja. Ich wollte aber eigentlich gar nicht hier lang, aber jetzt sind wir doch hier lang. Hat sich doch gelohnt. Ja, hallo. Nein, wir wollen nicht mein Pferd mit einer Keule hauen. Das
ist nicht das, weshalb wir hier sind. Ja, die Fässer auch richtig praktisch. Ja. Sag mal, bist du eigentlich irre oder so? Habe ich dir irgendwas getan? Er musste es ja unbedingt wissen, ne? Ich hätte ihn komplett in Ruhe gelassen. Ich hatte gar kein Interesse an ihm. Aber nein, er musste hier wieder Larry machen. Was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Glühwürmchen? Ist das alles? Sind die wertvoll? Na gut. Noch ein silbernes Glühwürmchen. Naja, hier kommen wir wohl nicht rauf auf diese Felsnadel. Oder? Dann ist da eine Möglichkeit da oben rauf. Warte mal ganz kurz. Wozu haben wir so ein fesches Pony? Ha! Ponymann! Ja! Geweiht! Noch ein bisschen! Ja! Ponymann! Nein! Nicht runterfallen, Pony! Das ist schon... Oh, Ponymann! Nein! Ey, ganz kurz. Kommen wir da vielleicht rauf? Frage ist das überhaupt besonders spektakulär? Lohnt sich das? Es ist halt auch ein bisschen... Dieses Pony ist halt sehr widersporstig, ne? Wenn ihr das noch selber noch nicht geritten seid, dann macht euch keine Illusion. Es ist sehr schwierig, dieses Tier gescheit zu solchen filigranen Sprungpassagen zu verleiten. In aller Regel bockt es dann rum und macht, was es will. Pony, Pony! Ja, weiter, 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 Pony! Weiter, weiter! Auf da, komm! Weiter, Pony! Oh. Okay. Spoiler, da geht's hoch, aber es bringt dir nichts. Okay. Aber... Es geht hoch, aber es bringt mir nichts. Naja, gut. Dann werde ich euch jetzt erlösen und das jetzt nicht weitere 10 Minuten versuchen. Wenn da nichts ist, na gut. Dann nehme ich diesen ungefragten Spoiler mal entgegen. Und ich musste überlegen, ich wollte nochmal... Genau, ich wollte nochmal hier zurück ins Giftbecken. Und da nochmal hin. Ich hatte mir das ja hier auch schon angeguckt. Hier waren diese... Genau, ich bin hier... Da bin ich hingekommen über diesen... Ich kann ja mal gucken, wenn ich... Ich glaube, ich komme da nicht rauf. Das war der hier. Warte, wir nehmen mal den hier. Ich reiß einfach dahin. Ich bin über die... Über diese Strudel bin ich ja da raufgekommen. Ja, okay, genau das. Ja, okay, das ist der hinter, da geht's raus. Da hinten sind diese richtig nervigen Ekelhaftigkeiten. Ich weiß nicht, ob wir da. Ja, das ist das Falsche, dann nehmen wir mal das. So, hier sind wir raufgesegelt, aber ich komme hier nicht wieder runter. Wo sind denn diese Sprungfederchen? Und da waren wir nämlich auch noch nicht. Genau, da waren wir auch nicht. Und da will ich eigentlich mal entlang. Da möchte ich gerne einen Weg finden, wie wir da rüberkommen. Da müssen wir auch hinkommen. So, da unten ist das, was ich meinte. Und da ist jetzt auch diese Hütte des Ältesten, genau. Und da über diesen Strudel, da kommen wir natürlich jetzt nicht mehr hoch. Das ist leider untersagt. Aber da bin ich hochgekommen. Die Frage ist, ob es da dann in dieser Giftwelt noch ein bisschen weiter geht. Auf jeden Fall kommen wir dahin. Ich war hier unten. Wo bin ich denn da durchgeritten? Ich bin noch hier durch dieses Tal. Hier sind die Burgmauern. Ich bin halt hier irgendwo runter. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich da runter bin. Von welcher Seite. Muss ja hier irgendwo gewesen sein. Ich
Geh nochmal darüber. Ich verliere das Pony halt da oben auf der Burgzinne. Da darf ich leider nicht runter. Mein Pony. So, jetzt probieren wir mal. Genau da. Zur 3. Was ist dahinter? So. Jupp. Genau. Die wollen mich wieder haben. Ah, jetzt sind immer noch mein. Ja. Ich darf jetzt nicht auf die Karte gucken, weil ich verfolgt werde. So, hier haben wir nämlich diesen Tümpelteich. Mit dieser Riesenblume gleich noch. Und hier wollte ich nochmal eben gucken, ob es hier vielleicht noch weitergeht. Genau. So, und jetzt hier rechts. Da ist ja so ein Pfad dann auch zu einem Kartenstück. Und das würde mich ja mal interessieren, ob wir hier dahin kommen. Das ist ja da hinten. Okay, das mal. Ey. Das ist eine Ratte. Wir galoppieren erstmal ein. So, es gibt einen Elfmeter für Rumänien. Da geht's rauf, genau. Und da irgendwo in der Ferne gibt es ein Kartenstück. Ich glaube, in dieser Hütte waren wir schon. Ah, okay, das ist ein. Ja, okay, alles klar. Da kommen wir jetzt gar nicht hin von hier. Oder trauen wir uns in den Nebel hinab? Nein, das trauen wir uns nicht. Das scheint mir. Das funktioniert leider nicht. Schade. Und ansonsten kommen wir dann nämlich nur jetzt zu diesem Schloss rauf, meine ich. Über das. Wenn wir jetzt diesen Strudel nehmen, dann kommen wir zu dem Schloss rauf. Okay, es scheint mir so, dass es dann eher von einer anderen Stelle vielleicht da weitergehen muss. Gut zu wissen. Okay. Scheint nicht erkundbar zu sein. Dann machen wir jetzt das, was uns auf jeden Fall hier offen steht, ist, und zwar hier. Das ist alles neu. So, das ist ja alles neu hier. Jetzt haben wir quasi einen ziemlich langen Umweg gemacht, aber auch viel erlebt. Und jetzt gucken wir uns mal hier alles neu. Das sieht ja einfach nur geil aus, oder? So, haben wir hier noch irgendwas in näherer Umgebung? Da ist auf jeden Fall eine Stadt. Da können wir mal hinreiten. Da ist wieder so ein großes Schloss. Ich nehme an, da gibt es richtig Ärger. Hier ist eine Kirche. Und da ist auch noch ein Kartenstück. Frage ist, ob man hier von. Ja, es scheint mir wieder eine andere Ebene zu sein. Vielleicht geht's hier runter und dann könnten wir uns dieses Kartenstück auch noch holen. Wir gehen erstmal hier nach rechts. Gucken uns das mal an. Da oben, guck mal, so viel zu entdecken hier. So, große Steinstraße, zwei Richtungen. Erstmal gehen wir hier in das Süden, ja. Oh, guck mal, da hier ist ein dicker Keulenboy. Der reitet hier Patrouille. Ist hier eine Kiste oder so? Irgendwas Feines? Ja. Halt. Au. Ey, was war das denn? Nee, das machen wir aber nicht.
gewettet. Warum bin ich denn so fett? Ich habe mich verbaut. Oder was? Okay, jetzt. Ja. Dann habe ich. Ich habe irgendwas. Liegt es an den Schwertern oder was? Weil ich das zweite Schwert ausgerüstet habe. Ich bin jedenfalls ja immer noch fett. Das hätte mir vorhin auch schon auffallen können. Warten Sie bitte. Mega blöd. Uns fehlen ein, zwei. Ich habe ein, zwei Gramm zu viel an Bord. Lass uns das mal kurz nach Schadensresistenz sortieren. Und etwas. Vielleicht reicht das ja schon. 5, 8. Da, mittlere Last, okay. Wir können auch einfach eins der Schwerter rausnehmen, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Machen wir erstmal so. Da müssen wir lang. In das Lager. Die sollen jetzt mal nicht so tun. Ach, warte mal, ich hatte noch so einen zweiten Zwirbel, so eine Rinde da gekriegt. Ich glaube, damit hätte ich sogar schon aufwerten können auch. Das müssen wir gleich mal im Auge behalten. Aber ich lasse mich natürlich jetzt hier nicht auf die Art und Weise. Guck mal. Ja, zu dritt ist immer blöd. Wir haben dann so drei Attacken, komme ich nicht mehr dazu. Ich glaube, Seelen hatte ich da nicht großartig verloren. Hallo, nur wir beide. Hier. So, komm hier, einen brauchst du noch auf dem Popo. Ey, wir sind jetzt. Warte mal, ey. Okay, das ist einfach mal das hinterletzte. Okay, dann mache ich gegen alle drei. Okay, kein Problem. Kein Problem, ich mache euch alle drei Platz. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, euch alle Platz machen. Oder vielleicht doch. Aber warte, eher nein. Okay, da ist der nächste. Das nächste Gaulgetier. Ich mache mir das jetzt extra schwer, weil ich gerade ein Interesse dran habe, einfach richtig gut zu sein. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin, aber offensichtlich irgendwo im Lager. Oder ist der nächste? Ja, pass auf. Easy, wir sind ganz easy, wir sind super entspannt. Ich brauche mein Pferd nicht. Also ihr denkt jetzt vielleicht, nimm doch das Pferd, Nils, bist du blöd? Ne, brauche ich nicht. Ich brauche kein Pferd, alles gut, wir machen ohne Pferd. Nee, ist alles entspannt, die sind gut drauf. Warte. Alles eingeplant. Ich weiß nicht, warum ich das gerade mache. Ich kann ich das nicht gut. Okay, alles klar. Das zweite Pferd war einfach nicht vorhergesehen. Ist natürlich jetzt auch mit dem. Das waren jetzt drei Pferde. Das war jetzt ein Pferd zu viel. Okay, ich wollte einfach nur mal. Aber nein. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich war dann beleidigt. Ich habe manchmal so eine gewisse Trotzigkeit. Aber das Spiel ist halt auch jetzt nicht darauf ausgelegt, dass man einfach alles im Vorbeigehen platt macht. Da muss ich mir halt ein bisschen Zeit nehmen für die. Dann mache ich das jetzt halt. So, fangen wir hier mit dir an.
bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Echt viele Leute, die hier wohnen. Ich verstehe auch, dass sie gar keinen Bock haben, dass ich hier vorbeikomme und die alle töte und so. Die haben ja auch wahrscheinlich die ganze Zeit auf einen Feind gewartet, der nie kommt. Beziehungsweise sind... Oh, da kommt das nächste Pferd, alles klar. Ey, warte mal, ich war doch schon... Ja, wie viele Pferde kann man gleichzeitig... Schon viele Leute tummeln sich. Oh, oh, nee, okay, das war dumm. Okay, es sind ganz schön viele. Also. Ich muss sneaky sein einfach und die einzeln machen. Das ist natürlich jetzt Quatsch mit Soße. Ich habe natürlich auch in so einer Situation nicht die Zeit, meinen supergeilen Eisstampfer zu machen, befürchte ich. Weil, das wäre natürlich geil, wenn die mir alle in den Eisstampfer reinlaufen. Aber ich befürchte, da reicht die Zeit nicht aus, weil der sich erstmal aufladen muss und dann sind die alle, hängen die mir alle am Rockzipfel dann schon. Bist du jetzt mal alleine für mich da? Das, guck mal, das ist doch super. Du kommst direkt vor die Flinte. So, weil alleine kann er nämlich gar nicht. Und nur was mit seinen Freunden. Seine Freunde in der Nähe sind. Dann hat er eine große Klappe, ne? Hä? Wieso sind die denn auf einmal zu dritt? Der war doch alleine gerade. Der war doch original alleine. Und jetzt sind sie zu viert. Also der macht doch Majose, das ist doch Quatsch. Ja, genau. Okay, nee, jetzt bin ich beleidigt. Jetzt seht ihr mich im Beleidigkeitsmodus. Und den wollen die Feinde nicht kennenlernen, den Modus. So. Was haben die da noch hingelegt? Einen gewöhnlichen Soldatenhelm. Okay, wo ist der nächste Gaul? Hier vorne habe ich ihn Patrouille reiten sehen. Aber da hinten ist er. Er reitet davon. Jetzt hat er Angst bekommen. So, dann nehme ich mir den nächsten Reitersmann. Stück für Stück. So. Ne, ich bin jetzt gleich hier. Das heißt Ohren. Okay. Gib mir, was du hattest. Einen leckeren Schmiedestein für 3,50 Mark. Nehmen wir. So, ist jetzt hier langsam Ruhe da hinten. Guck mal, der einsame Reitersmann da will immer noch nicht Ruhe geben. Willst du nur einmal dich stellen, kurz, bevor du abhaust? Oh Gott, dann lass es halt. So, jetzt kann ich deren Lager hoffentlich mal in Ruhe in Augenschein nehmen. Ohne geärgert zu werden. Wir müssen doch hier köstlich... Oh, scheiße. Okay, das habe ich wieder mal unterschätzt. Oh, fuck. Okay. Ja, da ist der Snasel. Jetzt wecke ich hier wieder alle auf, die noch geschlafen haben. Na gut, dann kommt mal mit. Wir machen das hier irgendwo... Wo ich bestimme das Kampffeld. Diese Reichweite von denen, ne? So, jetzt möchte ich bitte in Ruhe gelassen werden. Und der ist der letzte, glaube ich, da noch. Können wir dann? Hat ihn überhaupt null unterbrochen? Nehmen die nicht mehr ernst. Das ist das Problem. Einmal mit den großen Bossen
getanzt, schon sind diese Lakaien nicht mehr ernst zu nehmen und dann stirbt man. So, der hat überhaupt nicht gecheckt, dass sein komplettes Lager ausgeräumt wurde, während er weg war. Jetzt merkt er das. Jetzt kommt er, jetzt ist es zu spät. Okay, nee, komm, sorry, aber jetzt habe ich die Nase voll. Du warst vorhin, als deine ganzen Leute da waren, da kamst du dann an als vierter Reiter. Und hast gedacht, du kannst jetzt eine Beförderung irgendwie abgrasen, wenn du dabei gewesen bist oder so. Was denn immer. So fühlt sich das an, wenn man das Pony eines anderen Mannes tötet. Und jetzt, so fühlt sich das an, wenn man selber auch drauf geht. Okay. Kein Respekt vor dem Typen. Der hat das genau gesehen und kommt nur dann, wenn er glaubt, er kann in Sicherheit noch irgendwas mit abgreifen. So, das kann ich überhaupt nicht leiden. Oh, guck mal hier, noch ein schönes Handschuh. Mache ich den noch alles kaputt? Hm, was kann das? Oh, mess mehr Feuerfett. Ja, also Feuerfette sind natürlich immer was ganz Tolles. Die haben wir, glaube ich, schon alles geraubt. Was wir spannend finden. Zerstöre ich deren Vorräte noch. Haben wir hier schon drin? Nichts mehr da. Okay. Dann ist hier noch was. Von der Glut. Oder unten ist so ein Kreuz. Okay, das gucken wir uns jetzt an. Und das ist auch eine Gnade, by the way. Das fällt mir ja früh auf. Oh, Hammer. So, hi, was geht ab? Ah, der will gar nichts sagen. Der will einfach nichts sagen. Okay. Dann werten wir jetzt mal unseren Baum hier auf, glaube ich, oder? Jawohl. Guck. Ich weiß nicht, wie viel es gibt, aber plus 5 ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist der Typ von der Notiz. Ich hatte gar nicht Notiz genommen. Aber er will nichts mehr sagen. Was? Okay. Alles klar. Also schnell und wendig. Ah, ich hasse diese Hunde. Futoid! Hallo Futoid! Vielen Dank, Dragonlair! Geiler Typ. Den hat Astronaut Spots. Einfach mal ein Abo. Und Anja mag mehr, hast du auch eins. Vielen Dank, Remy. Den Support, Leute. Oh, was? Ey, 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 ey! Hör auf jetzt! Also, nee, aber jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich bin so ein freundlicher, umgänglicher Reisender. Und diese einheimischen Astralgestalten beschmeißen mich mit Geistersteinen oder sowas. Das ist doch albern. Also, so, könnt ihr mich in Ruhe lassen wenigstens? Lass ich mal kurz über... Hm? Was macht der denn da? Das ist doch... Ist das nicht auch anstrengend auf Dauer? Ja, jetzt habe ich deinetwegen noch das arme Tier mitgeschändet. So, dieser Typ, warte, Notiz, Notiz, Notiz. Warte mal ganz kurz. Was hat es nochmal mit dem auf sich? Was hat es nochmal mit dem auf sich? Ach, ich muss gegen den kämpfen. Oh, okay. Okay. Ey, hör auf, ich lerne. Ich glaube, ich befürchte, ich muss den einfach angreifen. Ohne, dass ich irgendwas zu dem sage. Das ist doch der Mönch, oder nicht? Entschuldigung, sind Sie der Mönch? Das ist doch der Typ.
Okay, ich glaube, ich muss den einfach angreifen. Oder vorher eine Geste machen. Nee, warte, das ist sie gar nicht. Welche Geste habe ich denn jetzt? Fuck. Sieht man Gesten hier auch drin? Nö. Wie machen wir das dann nochmal? Sind die hier irgendwo zu sehen? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das mit Gesten nochmal mache, ehrlich gesagt. Wieso kann ich jetzt hier nicht umschalten? So. Welche ist denn die neueste? Kann man das hier sortieren? Ich hatte mir die gegeben. Gibt es hier so eine Herausforderung? Da, sowas zum Beispiel. Möge der Beste gewinnen. Das hier vielleicht? Entweder möge der Beste gewinnen oder... Ich sag einfach mal das hier. Nee, warte, wo war's? Das. Vielleicht ist es das auch einfach überhaupt nicht. Hast du nicht gesehen, was ich gerade zu dir gesagt habe? Hier. Da, möge der Beste gewinnen. Das sieht ihn einfach nicht. Das ist auch... Ah! Ah! Huch! Das war's! Ja, geil! Okay, Manni Mönch. Okay. Alter, okay, der hat Astralmächte. Oh fuck. Warte mal, du bist aber auch echt richtig schnell. No, wait. Okay, da muss ich kurz ihm einfach mal zeigen, wo der Harlekin die Fäden hat. Wie man so schön sagt. Okay. Ich hätte jetzt gar nicht mehr damit gerechnet, dass das noch klappt. So, und nu? Hat er mir was dagelassen? Trockenblattkunst. Und Mut. Mut ist natürlich immer sehr gut. Was kann der? Ja gut. Hat sonst jetzt nicht diese großartigen Fähigkeiten offensichtlich. Und das ist Hand-zu-Hand-Schlag. Das ist eine Asche. Oder wie oder was? Handexplosion. Mm-mm. Das ist eine Waffe? So ist gar keine Asche, das ist eine Waffe. Wo bist du? Huh. Ne, wo hab ich's denn jetzt? Da. Huh. Oh geil. Alles klar. Wir brauchen ein Experimentiertier.
Wie wär's mit diesem Schafbock? Bleib mal stehen. Seht ihr, was meine Faust alles kann? Ihr kennt mich vielleicht noch nicht. Ey, Herr Bim, schmeiß mich nicht! Seht ihr das nicht? Welche mächtige Faust ich besitze? Da! Hier mit euren Geistersteinen. Jawoll! Hier. Da, als Gesicht, da! Und ich kann auch treten und alles. Hier. Ja, komm. Karatekämpfer. Hier. Na, 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 na. Komm nicht mit einem Messer zu einem Faustkampf, mein Freund. Jawoll. Ultra stark. Na gut. Warten Sie kurz, bis ich meine Faust geladen habe, Herr Gegner. Ja, genau so sieht das aus. Ja, nicht so schlecht, aber macht natürlich nicht viel Schaden. Muss ich erstmal vermutlich. Kann ich dann ja auch aufleveln, ne? Denke ich mal. What? Wir setzen uns nochmal hin. Wir haben sehr viel Flasks benötigt. Wisst ihr, was ich mir gerade denke? Wir machen mal Folgendes. Ich habe diese Rivers of Blood Sache und so. Ich nutze es ja doch nicht so oft. Ich habe jetzt 3. Ich finde, eine reicht. Wenn wir zu einem Boss kommen sollten, durch Zufall und diese Entscheidung bereuen und dann sterben, dann ist das halt einfach so. Dann machen wir halt nochmal neu. Okay. Also, wir wollten hier genau, das sind jetzt hier diese Ruinen. Ist denn hier noch irgendwas anderes zu finden? Die haben alle dieses Totentuch, dieses Leichentuch. Über den Häusern. Oh nein, jetzt, ich habe wirklich keine Lust auf diese Hundis. Ich will einmal hier abreiten, was hier noch so ist. Dummer Hund. Oh, wir können. Oh! Habt ihr das gerade gesehen? Wir sind auf den Knarzbaum rauf. Ja, was machst du jetzt? Und wir sind halt zu dumm zum Klettern, ne? Nee, keine Lust, mich mit denen auseinanderzusetzen. Das sind die ehemaligen Bewohner dieses Ortes. Die sind ja sehr schroff und verhärmt. Ich geh mal weiter. Da ist der schiefe Turm von Pisa. Oh, da sind noch mehr von diesen unfreundlichen Vierbeinern. Kommen wir hier rauf? Nein, zu steil. So, aber von hier kommen wir doch auf diesen Torbogen. Ah, das wird nicht reichen. Vielleicht von der anderen Seite. Ja, nur mal gucken. Nee. Ah, das ist ja schon mächtig hier gewesen, ne? Aber es ist eine vergangene Macht, ein. Alles zerstört und eingefallen. So, was hat er jetzt wieder für Probleme? Oh, hier geht's runter. Oh, da ist ein Eingang in irgendwas. Guck mal, Leute, das ist ein Eingang in irgendwas Dungiges. Okay. Das können wir gleich machen, aber erstmal. Das müssen wir uns hier mal merken. Dieses kleine unscheinbare Gebäude. Da hinten ist was Großes. Ekliges. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich werde ihre prachtvollen Häuser nicht anfassen, liebe Leute hier. Keine Sorge. Oh nein. Ah, es ist einfach diese unfreundlichen Herren. Oh, ich kann nicht wegen Dingsbums. Oh, ich bin schon wieder dick. Warum? Ach so, wegen des Schwertes. Ich habe mich schon wieder verdickt. Das wollte ich gar nicht. Ich müsste dann mein schönes Schwert rausnehmen.
Warte mal, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, das kann man halt nur zweihändig führen. Ja klar, das große Katana kann ich nur zweihändig führen. So. Der Genitiv, ja. So, aber apropos Genitiv, wir gehen natürlich jetzt tief, indem wir hier runterspringen. Aber bevor wir das machen, lass mich einmal nur lunsen. Ah, lohnt sich. Wow, ein Faden. Ist das jetzt der Eingang, von dem ich eben... Ich weiß nicht genau, ob das dasselbe Loch ist, sagte der Zahnarzt. So, also, hier geht's... Es geht immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Ah, okay, da ist eine alte Kirche. Also jetzt gehe ich nochmal in die andere Richtung. Was ist hier? Oh, da ist noch ein Item. In dieser Sackgasse. Ein goldenes Horn. Na, wenn das nicht toll ist, dass wir das gefunden haben. Okay. So, da geht's dann weiter rein. Also dieses Dorf war dann doch größer und prächtiger, als ich das vermutet hatte. Oh, was ist das? Nein. Ey, ja, genau. So einer bist du mir also. Willst du dich von hinten an schleichen, wenn ich hier gerade mit deinen Freunden zugange bin? Oh, da ist eine Kiste. Oh, goldene Bögen. Das ist ein Zauber, oder? Ich zauber nicht. Aber es geht noch tiefer. Yep. Okay. Ist auch leicht klaustrophobisch hier mit so niedrigen Decken. Das kann ja auch irgendwann zusammenbrechen alles. Okay, da unten höre ich schon wieder Gestöhne. Was haben wir hier? Oh, noch mehr Leckerlis. Schattensonneblumen. Schattensonneblumen. Sonnenblumen, die im Schatten wachsen. So, ist das hier... Oh Gott, es zweigt schon wieder unaufhörlich ab. Wie soll man sich das denn merken? Da geht's auf jeden Fall rauf. Nimm das. Ja. Da geht's wieder rauf. Oh, das ist ein Brunnenschacht. Sollen wir da mal raufgucken? Na? Boah, das ist ein langer Weg. Ich wollte ja noch tiefer runter jetzt, aber ich guck einmal, was hier ist. Boah, ist das lang. Da kommt Licht. Bin ich jetzt irgendwo wieder in diesem Dorf? Oder wo? Ah, das ist eine Gnade. Das ist ja fantastisch. Bonnydorf. Aha. Alles klar. Ja, gucken wir uns das jetzt erstmal an oder gehen wir wieder runter den Schacht? Was ist in Bonnydorf? Wieder diese ganzen Töpfe. Die sind wirklich zahlreich. Und da wird wieder gejammert. Ich guck mir das mal an, das Dorf hier. Was soll schon passieren? Hallo! Oh
Hallo. Hat der gedroppt? Ich kann es ja nicht liegen lassen, ne? Aber es ist wahrscheinlich irgendein langweiliger Kram. Harzknoten. So, kurz hier mal reinschauen. Da ist nichts. Da hängt. Oh, das sieht aber eigentlich ganz süß aus. Was ist da drin? Ist da irgendwas zum Trocknen aufgehängt oder? Oh, hier sind die Jammerfestspiele wieder. Vielleicht ist auch gerade einfach Jammarkt. Und deswegen jammern die alle rum. Das passt ja auch zu der Dekoration. Der will mir mit einem Pseudomesser. Ey, hallo? Okay, das war jetzt einfach gerade albern, dass ich den nicht anwählen konnte. Weil hier so viele Leute rumlaufen, dass das geklappt hat. In der Masse sind die da noch einigermaßen wirkungsvoll. Aber einzeln betrachtet. Oh, der hat. Oh, was ist das denn? Was bist denn du? Okay. Okay, warte. Okay, ja, das habe ich mir gedacht, dass du ganz guten Wumms hast. Mit deinem komischen Blatt. Also diese Rivers of Blood sind immer noch ziemlich krass. So, was warst du jetzt für einer? Also das war, der war extrem fleischig und untot, also ununtot. Ich weiß nicht, was dessen Geschichte ist, aber der läuft einfach nackt mit einem Fleischerbeil rum. Also irgendwas, da muss ja irgendwas hinterstecken. Was ist seine Geschichte? Warum macht er das? Und warum sind hier so viele von euch? Ich will die gar nicht alle, aber... Die werden ja dann zu einem Problem. Also erstmal akustisch, weil sie nicht aufhören, sich zu beklagen. Aber wenn die dann auch in der Masse so angeschlurft kommen, dann... nervt es irgendwann auch. So, hier wird wieder weiter gejammert. Ist ja auch immer eine gute Idee, dann weiß ich, wo ich noch nicht war. Irgendwer hat das ja auch vertont, ne? Also irgendwer ist ins Tonstudio gegangen und hat dann einfach gesagt, ich jammer jetzt mal. Und wurde dafür bezahlt, ne? Also... Prima Lavera war an euch im Chat und hat, die macht ja auch Synchronsprecherin und hat dann gesagt, ich soll das auch mal machen. Aber da wusste sie noch nicht, dass ich extrem talentbefreit bin. Aber ich denke, so ein Jammern würde ich auch noch hinkriegen. Und dann könnte ich sagen, ich bin ein Elden Ring, ich habe das da vertont. Und dann am Ende kommen dann die Credits und dann steht Nils Bomhoff, Jammerlappen. Das sind. Wirft er mich wieder? Das meine ich, ne? So, hör mal auf jetzt. Okay. Wir dürfen nicht vergessen, dass da noch dieser Brunnen ist, der uns nach unten führt. Weil hier ist so reichhaltig Action. Aber muss das sein? Die knabbern da rum. Okay, also.
wir haben ja hier unsere Gnade. Das heißt, es ist ja alles leicht erreichbar. Das war mit voller Absicht. So, danke. Die sind extrem nervig. Ballern wir die Schlucht entlang. Das war ja einstmals ein Fluss. Voller Leben. Fische, Wasserläufer, Libellen. Alle möglichen Lebensformen haben sich hier getroffen, gepaart, gelebt. Und jetzt ist es nur noch ein ausgetrocknetes Flussbett. Felsig, karg und tot. Grau, schwarz und voller Jammerlappen. Es ist eine Schande, was aus diesem Ort geworden ist. Aber vielleicht wird er einst wieder erblühen, wie er mal war. Voll Leben pulsieren, grün und satt. Oh, guck mal. Na, das ist doch eine große Überraschung. Hallo. Guck hier. Hier ist einfach eine Geisterasche am Ende von gar nichts. Wer hätte das gedacht, oder? Habt ihr das gedacht, als ich hier erwartungsleer um die Ecke bog, dass sich in dieser Düsternis etwas befindet? Und die Frage ist vor allem ja auch, hier war ja offensichtlich mal ein Fluss. Und wann wurde denn diese Statue erbaut? Nachdem der Fluss ausgetrocknet war? Davor? Oder bevor es überhaupt einen Fluss gab? Also wenn das gebaut wurde, nachdem der Fluss versiegte, dann muss es aber schon lange... Guck mal, hier ist ja auch noch Wasser drin. Ein bisschen so Restkloake schwimmt hier noch. Tja. So, wo kommen wir jetzt wieder rauf? Hier. Noch mehr Gejammer finden wir hier vor. Schweighund. Oh, warte mal, wer bist denn du? Ist das derselbe oder? Ist das derselbe oder dein Bruder oder? Ey, das gibt's doch nicht. Mann, das ist genau das, was ich meine. Dann kommen die da, dann sind es auf einmal so 20 in so einem Sauftrupp, wie so ein Vatertagsgesellschaft oder sowas, oder Junggesellenabschied, und dann nerven sie einen doch, ne? Der Einzelne ist ja nun wahrlich nicht mit Schreckenspotenzial ausgestattet, aber wenn sie in so einer großen, klumpenschmeißenden Truppe auf mich zu wanken, dann ist das schon nervig. Ist da oben auf dem Dach was drauf? Hör! Wie sieht's hier aus? Ist da was drin? Kann man diesen Dachboden dann besteigen? Nein, ne? Kann ich gar nicht rein, oder? Ist da irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Klopf, klopf, wenn wir zu Hause. Was ist das hier für ein mysteriöser Stein? Ein Ausguck. Okay, was ist das hier? Wer hat sowas gebaut? Welchen Zweck erfüllte es? Einstmals. Oh. Warum haben die hier so ein Podest? Was macht das? Warum steht mitten im Nirgendwo so ein Holzpodest? Auch Antworten.
Naja. Wir entfernen uns immer weiter von dem leckeren Untergrund. Oh Mann, die Jammerlappentrupp. Die lasse ich jetzt aber in. Oh, da ist ja noch einer von denen. Wie viele sind das denn? Ist das jetzt schon wieder derselbe? Oder ist das ein ganz anderer? Oder ist. Nee, okay. Ja, okay. Nein, das. Nein. Oh nein. Okay, was machst du jetzt? Warte mal, ich muss jetzt ein bisschen weg von den anderen Stören fliegen. Erstmal klaue ich mir das Item. So, jetzt können wir gerne uns zusammen unterhalten. So, das war jetzt das dritte Mal. Sind das Drillinge? So, jetzt hört doch mal auf. Ich will euch doch gar nichts. Ich erkunde euer Dorf. Okay. Meine Güte. Wenn die alle Gäste so unfreundlich behandeln, dann wundert es mich nicht, dass niemand zur Hilfe eilte, als dieses Dorf zugrunde ging. Kein Rohan kommt, kein Gondor kommt, als die Westfold fiel. Selber schuld. Undankbare Gesellschaft hier einfach. Sehr unfreundlich. Was ist geworden aus Brotbrechen? Mit Gästen und zu Tische einladen und Quartier anbieten und so. Was ist daraus geworden? Nein, wir schlagen direkt drauf los. Schmeißen mit irgendwas und schlagen mit irgendwas und. Oh, Entschuldigung, das war nur so ein kleiner Winzling. Ich weiß gar nicht, wie die Tiere heißen. Sehen so ein bisschen aus. Oh, was ist das? Wie so Beuteltiere oder so. Was Australisches vielleicht. Die können halt so hüpfen wie so Kängurus. Ich glaube, das ist eher was Exotisches. Da, die Dinger, guckt ihr euch mal an. Die haben so Kängurubeine. Das gibt's gar nicht in Nordeuropa. Oder. Oh, sind wir in Nordeuropa? Zentraleuropa sind wir, ich weiß es nicht. Egal, hier gibt es das jedenfalls nicht. Wallabies, ja sowas, genau. So, jetzt gehen wir da über diese schaurige Brücke, die hoffentlich nicht unter den schweren Hufen meines Ponys zerbricht. Und wenn doch, dann hüpfe ich einfach schnell. So, das ist hier ein schönes Felsplateau. Hier hätte ich mir auch eine Burg gebaut. Guck mal, die ist sehr schwer anzugreifen, weil sie nur einen Zugang bietet. Aber natürlich auch schwer zu versorgen. Ne? Man könnte einfach die aushungern hier. Aber schon ein interessanter Ort für eine Festung. Oh, hi. Wer bist denn du? Kennen wir uns? Was, ihr Platz? Das ist das Schicksal von Schamanen wie euch. Allein dafür wurde euch das Leben gewährt. Warte mal, kannst du den Anfang nochmal sagen? Hört um des Mitleids willen auf, ihr Platz. Okay, also ganz offensichtlich kann man ja ein bisschen was herleiten. Es gibt hier offensichtlich Bevölkerungsmitglieder, die werden in diesen Topf gesteckt. Und jetzt gibt es ja jemanden, der will ihm dieses grausame Schicksal ersparen. Oder sie will sich das selbst ersparen. Das weiß man ja nicht. Und er hier ist jetzt so ein Handlanger und erwartet, dass diese Person dem von ihr erwarteten Weg geht und sich in diesen Topf setzt und dann vielleicht zu diesem Topfwesen wird. Wir haben ja gerade in diesem einen Level diese Topfwesen kennengelernt, die sind dann da ja auch so rausgekrochen, ganz fürchterliche Gestalten. Aber die Anatomie des Gesichtes ist doch relativ ähnlich. Aber wobei der ist natürlich auch schon so ein bisschen knarzig und ausgetrocknet.
Hat er Hörner, ja? Da wuchert was aus seinem Hirn raus, oder was ist das? Eine Wucherung? Ein Pilz? Naja, was ich sagen will ist, jedenfalls ist das grausam. Grausam. Peitschenhütte. Oh, eine Zahnpeitsche. Ah, eine Zahnpeitsche. So, hier gibt es jetzt zwei Hängebrücken. Die, da sind wir gekommen. Willst du die Lore dazu wissen? Ja, sag mal. Lore ist ja kein Spoiler, oder? Kannst du gerne sagen. Es sei denn, dass jetzt kommt sowas nach dem Kampf gegen Gundulai, der grausamen Peitschenmaid, bla bla bla, sondern bin einfach ein bisschen unschuldige Lore, bin ich immer dabei. Oh, da ist noch eine Gnade. Hallo Gnade. Darf sie nicht berühren, wenn ich auf meinem Gaul sitze. In welcher Ecke bist du gerade unterwegs? Gesa spielt Supermarkt. Ja, hier sind wir. Guck. Unterhalb dieses prächtigen Baus. Das sieht, wenn das Glas ist, könnte das auch so ein Gewächshaus sein. So ein nicht Planetarium. Wie heißen nochmal diese Gewächshäuser? Ihr wisst, was ich meine. Also, da kommt CS Quoco, schreibt, die Oronsend, Omen, haben minderwertige Menschen, die Numen, zerhackt, ach du Scheiße, und in Töpfe gesteckt, um Heilige zu züchten. Queen Marika ist eine Numen. Ah. Aha. Das ist ja ein grausames Schicksal. Es erschließt sich mir total, dass die diesem Vorhaben entkommen wollte. Das kann ich komplett nachvollziehen. Das ist ja ganz... Was? Was ist das? No, what? Was ist das? Was war das? Was ist hier gerade passiert? Ist es ein Multiplayer-Event oder sowas? Hat da jemand in einem anderen Spiel gerade jemanden gelegt oder whatever? Was ist da passiert? Hilfe, Hilfe! Fuck! Was war das? Keine Spoiler. Nee, ich will nicht gespoilt werden. Aber ich bin natürlich neugierig, aber ich will nicht gespoilt werden. Manchmal stelle ich mir selber so Fragen. Solange das harmlos ist, sowas wie, hey, wie gesagt, im Multiplayer hat jemand das und das gemacht, okay. Aber wenn das story-relevant ist und so, dann will ich das natürlich nicht wissen. Was bist du denn? Ein lebendiges Schwein. Verfolgt er mich jetzt? So töricht. Sollte er nicht sein. Oh, ein Ball. Oh, eine tobende Bestie. Geh weg. Oh, ein ganzes Rudel. Nee, muss ich jetzt nicht haben. Hier ist Wolfsgebiet. Alles klar. Hier haben wir Wolfsgebiet. Galopp, galopp. Sehr trostlose Gegend hier. Alles so grau, obwohl es ist auch wahrscheinlich einfach Nacht. Ne? So, hi. Geht's hier noch bei euch irgendwo hoch? Ich hau gleich hier ab. Keine Sorge. Ihr müsst jetzt mich nicht böse ankeifen. Liebe Wölfe.
Ist es dasselbe Rudel oder ist es eine andere Familie? Das muss alles ein Riesenrudel sein, oder? Die haben sich nur so leicht kleinere Unterfraktionen aufgesplittert. Weil die natürlich jetzt auch wieder Freunde haben und klicken und so. Oh, was ist das? Ein weiteres Ungetüm. Wie viele gibt's denn von diesen Leuten? So, warte mal. Da ist doch die völlig berechtigte Frage. Ich meine, ich muss natürlich mit dem Pony kämpfen. Aber hat der vielleicht Bock auf Eis? Das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob ich meine Eiswaffe überhaupt jetzt hier führen kann. Die ist ja dann einhändig auf dem Schwert, auf dem Pferd. Keine Ahnung, ob das ein Unterschied macht. Guck mal, ich kann sogar vielleicht auf den rauf. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich was in die Pfanne reinschmeißen. Okay, das war gut. Warte mal. Was ist denn das für ein... Damit haben wir jetzt aber nicht... Das hatten wir nicht vereinbart. Ich wollte da was reinschleudern oder so. Oder kann ich da selber reinspringen? Oh Gott, dann bin ich doch sofort tot. Habe ich irgendwas... Was habe ich denn? Feuerbomben wären doch Quatsch. Und sag mal, war das das Höchste, was ich hier erreichen konnte? Scheiße. Oh, Scheiße. So, warte mal. Was habe ich zum Schmeißen? Was habe ich zum Schmeißen? Was habe ich zum Schmeißen? Was kann ich da reinschleudern? Irgendwas. Oben in den Sack rein. Sprengsteinklumpen. Oh! Sowas. Ich probiere das einfach mal. Warte. Hör mal auf jetzt! Ich hab mich doch extra hier versteckt! Doch, hör auf! Ich hatte mich doch extra versteckt. Wir sind uns doch einig, dass das albern ist. Muss ich aber weit reiten. Beziehungsweise, ich nutze jetzt mal kurz den Moment der Friedlichkeit, um zu schauen, was ich schmeißen kann. Also ich hatte ja jetzt gesagt, gibt's das auch mit Eis? Das wäre natürlich noch viel geiler. Das muss ja einen Grund haben, dass ich da oben hinkomme. Ich könnte natürlich jetzt auch mal diese Feuerrune anlegen. Und warte mal. So, also erstmal machen wir das Gewürz in der Flasche hier ein bisschen anders. Nicht verstärkt Feuerangriffe. Ich dachte, dass ich auch... Nö. Na gut, dann nehmen wir das hier. Aber ist nicht genau das, was ich wollte. Okay, dann... So,
gibt es vielleicht hier sowas wie Eisbomben. Warte mal, Verbrauchsgüter. Wurftöpfe. Schwerer Frosttopf. Das ist ja geil. Es gibt tatsächlich, es ist, guck mal, es gibt diese Töpfe. So, was brauche ich dafür? Gefrorene Made, hammergeil. Und Weißfleisch. Jetzt endlich macht sich das bezahlt, dass ich das gesammelt habe. So, warte mal. Schwere, da bräuchte ich aber diese Töpfe für, oder was? Behälter 5 im Lager 0. Und davon. Okay. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber ich habe einfach Lust, das auszuprobieren. Ich mach das jetzt mal. Ich baue mir mal. Ich habe, glaube ich, wie viele Töpfe? Ich habe schwer, 5 schwere Töpfe. Ich baue mal 2 davon. Und Ritualtöpfe habe ich. Kann man die vielleicht kaufen? Machen wir mal so. Und dann müssen die wahrscheinlich hier rein, oder? Da, ja. Geil. Interessant. Und dann, ja. Okay, das probieren wir jetzt mal. Das probieren wir jetzt mal. Auf. Oh, da sind die wieder. Tschüss. Oh Gott. Tschüss. Oh, diese ganzen Wölfe. Warte. Ich bin doch von hier lang. Diese Musik gerade ist sehr bedrohlich. Let's try it. Erstmal hier rauf. So, jetzt macht er wieder seinen Schabernack. Bin mal gespannt. Hat überhaupt nichts gebracht. Bin zufrieden. Okay. So. Ich glaube, ach Scheiße. Ich glaube, es hat gar nichts gebracht. Vielleicht nicht anvisieren, ja. Scheiße. Aber sind wir, das hat ja gar nichts gebracht jetzt, oder? Wie der so hoch springt. Ja, mein Gefühl ist, hat nicht so viel gebracht. Ich muss ihn auf herkömmlichen Wege beseitigen. Aber es ist, wie gesagt, schon verdammt mysteriös. Was? Oh Gott. Ey! Das war ein Zusammenstoß. Zählt nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie geht. Oh, guckt ihn euch an. Er ist sehr sauer. Saurer Mensch. Fuck.
So, irgendwas. Oh Gott, jetzt kommt erstmal wieder diese Apokalypse, die regnet. Wie weit fliegt die denn? Warum fliegt die überhaupt so weit? Oh fuck, oh no, oh no, 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 ey, 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 lass mal. Nein, ich muss hier runterspringen, das ist des Todes. Irgendwas. Vielleicht, warte mal, ich hab eine Idee. Wenn ich springe und ich bin dann über ihm und dann schmeiße ich irgendwas vielleicht. Aber ich kann doch nicht in der Luft schmeißen. Aber ich kann auch nicht in seinen Kopf reinspringen. Aber wenn ich jetzt das Ding da nutze... Ich kann es einfach mal ausprobieren. Ist mir egal, sterbe ich halt. So, jetzt kann ich ja auch in ihn rein. Wahrscheinlich das Dümmste, was hier jemand versucht hat. Oh Gott, er macht wieder seine Apokalypse schnell weg. Was ist hier, wenn ich jetzt in ihn rein? So, irgendwas in der Art. Kann ich da etwas schmeißen, wenn ich dann... Oh Gott, sterbe ich jetzt? Ich stehe hier sehr ungünstig. Ja. Ja, ja, ja. Ja, man könnte auch einen Feuertopf reinschmeißen, die, also irgendwas, was explodiert. Also diese Frostdinger scheinen mir auch nicht mächtig genug zu sein. Was habe ich denn noch? Ich könnte halt so einen bauen, aber es kann ja auch nicht sein. Das ist ja nur Feuerschaden. Ich will irgendwas... Hatte ich nicht auch was Explodierendes? Das kann ja auch nicht sein. Feuerschaden ist ja albern. Ist ja komplett Feuer. Es muss ja, wenn, muss es explodieren. Doch, na gut, pass auf. Wie viele von diesen Töpfen habe ich denn eigentlich? Also, ich probiere das mal. Nochmal mit Feuer. Aber ich weiß nicht, ob das klappen wird. Aber dann haben wir es probiert. Dann muss ich den ganzen weiten Weg wieder durchs Wolf-Territorium galoppieren. Achso, ein Ofentopf muss das sein. Ein Ofentopf. Ein Ofentopf. Ich glaube, wir müssen ja hier auch durchreiten können, ja. Ja, wir wollen nicht zu viel Backseat Gaming machen. Hilfe. Das ist ja eigentlich mal. Eigentlich spiel, will ich ja blind spielen. So, oh, du Scheiße. Ach, nein, das war überhaupt meine Idee. Shit, ach, du Scheiße. Okay, das ist ein... Beleidigt. Oft verpasst man zu viel, sonst einfach finde ich. Ja, das stimmt schon. Man verpasst eine Menge, aber es ist halt auch ein schmaler Grat. Ne? Also ich will die Sachen ja auch schon alleine entdecken. Und das raubt einem ja auch Magic Moments. Und ich bin schon auch bereit, das Risiko einzugehen, auch mal was zu verpassen. Aber es ist zum Beispiel so,
Was ich okay finde, ist, neulich waren wir in so einem Schloss und dann war ich mit dem Schloss fertig und wo liegen hier eigentlich meine Sachen? Und dann sagte jemand, da ist noch was in dem Schloss. Und dann bin ich da nochmal hin und hab das gefunden. Und das war cool, weil sonst, ich wäre wahrscheinlich nie wieder in dieses Schloss gegangen und hätte das dann nicht bekommen. Und dann war das okay mit mir. Das war ein gutes Backseat-Planning. So, ich habe keine Ahnung. Geht das jetzt? Nee, er schleudert aber auch nichts. Okay, warte mal. Ich kann nicht vom Pferd aus. Oh, fuck. Ah, shit. Warte. Oh, er ist auch gesprungen. Also, oh Gott, ey. Oh, ich war am Rand seines Bluttopfes. Oh Mann, muss das jetzt, muss das sein? Nein! Oh, ich mach's mir auch unnötig schwer. Ich glaube, in der Zeit hätte ich ihn schon mehrfach besiegt. Und wieder holen wir uns die 110.000 Seelen zurück. Was? Oh, die Geier, die schreckhaften Geier. Ja. Also ich könnte von da oben das nochmal probieren mit dem Werfen. Das mache ich noch und wenn nicht, dann versuche ich ihn auf herkömmliche Weise zu beeindrucken. Auch wenn der mir hier ein bisschen anstrengender erscheint. Fuck. Oh Mann. Der ist aber wirklich nervig. Scheiße. Oh, kommt dann vor. Nein. Nein! Oh, das war so unnötig. Das wollte ich halt überhaupt nicht. Das wollte ich auch nicht. Lass mich doch mal bitte. Nein! Ich bin so doof! Ich wollte mich heilen. Und hab den Topf gehabt. Warum? Jetzt habe ich auch noch zwei Töpfe verschleudert. Das war jetzt ein bisschen frustrierend. Achtung, gleich kommt wieder dieser Geier da. Kra, kra! Kra! Da sitzt er. Da sitzt er. Seht ihr ihn? Da. Der warnt natürlich die Wölfe. Und dafür kriegt er von den Wölfen immer ein Stück Fleisch ab, wenn die Beute machen. Das ist eine Symbiose. Was? Wo ist mein... Alter, das ist ja das... Wo sind meine... Hatte ich meine Seelen gerade nicht eingesammelt? Oh ey, ich nähere mich dem Inkompetenzbereich gerade. Okay, jetzt habe ich getroffen. Und es hat gar nichts gebracht. Gar nicht mehr auf die Seelen geachtet, ehrlich gesagt. Einfach nur sehr ärgerlich. Ich mache ja überhaupt nichts hier, okay. Wir halten fest, das ist einfach komplett albern. Das ist gar nicht die Mechanik, das ist schon original so gedacht, wie wir es gerade probiert haben. Ich mache hier überhaupt keinen Schaden. Das ist hier null. Also, okay, die Mechanik ist schon so, dass man das nutzen muss hier.
verstehe. Also, okay, ich habe ihr auch ein bisschen Schaden gemacht bei ihm. Boah, ist das ein Kochtopf. Alter. Vielleicht muss ich jetzt in dem Moment oder so, kurz bevor die... Das könnte sein, wenn ich kurz bevor die Lava freigesetzt wird, dann ist ja... Aber das könnte ich mir vorstellen, das ist, wenn da so viel Potenzial dann in ihm so kurz vorm Ausbruch und dann schleudert man was rein, was es quasi unkontrolliert zu einem Ausbruch bringt, dann müsste es ja eine Explosion geben. Ich glaube, ich muss auf den richtigen Zeitpunkt warten. Das probiere ich jetzt nochmal. Ich baue mir nochmal so einen Topf. Ich habe nicht mehr so viele. Was bei dem normalen Feuerriesen... Die Töpfe werden nicht verbraucht. Oh, die werden gar nicht verbraucht. Seriously? Die werden ja gar nicht verbraucht. Ah, das ist ja fantastisch. Ich bin richtig erheitert darüber. Ich dachte, die Töpfe werden auch verbraucht, aber das sind nur die Ingredienzien. Aber man findet ja auch die Töpfe, aber diese Töpfe sind dann permanent. Ah, das ist ja ein schönes Vergnügen. Ja, das ist natürlich super. Ich hatte Befürchtung, dass das anders ist. Deswegen war ich so geizig gerade. Okay, geil. So. Also. Wir müssen nachdenken. Ich probiere das nochmal jetzt aus. Kurz bevor er dort da völlig durchdreht, dass ich ihm dann was an den Kopf schmeiße. In der Hoffnung, dass es dann so eine Zündung auslöst. Alternativ, ja, bei dem anderen habe ich in die Beine gehauen und dann ist er runtergefallen. Aber das, also ist zu Knie gegangen, das geht hier natürlich nicht. So, warte mal jetzt. Ja, so, genau, und jetzt, da jetzt rein, aber jetzt zu spät, logischerweise. Okay, das, jetzt müssen wir warten, bis der wieder am Zündeln ist. Was springt er jetzt hoch? Ja, warte, jetzt, warte. Und original falsch. Also die Idee finde ich ja gar nicht schlecht. Ja, ich habe es gerade hier nebenbei gesehen, die Ukraine ist mit 4 Punkten ausgeschieden, ist einfach bitter. Wenn das andere Spiel nicht unentschieden ausgeht, dann müssten sie als bester Dritter weiterkommen, also es ist echt einfach bitter für die Ukraine. Mal auf, mich zu schießen. Au. Ja, nee, entschuldigen Sie bitte. Also so, jetzt bin ich schwierig. Ja. So, ich sehe gerade, die Folge läuft seit über 2 Stunden. Und deswegen ist es ein guter Zeitpunkt, um an dieser Stelle mal
ein Folgenende zu machen. Das ist ja mal schade. Aber es muss sein. Das nächste Mal werden wir natürlich diesen Feuertopfmann besiegen. Es ist ein Stück weit ein Rätsel offensichtlich. Vielleicht Rätsel und Geschick. Beides wird benötigt. Und dann legen wir den. Jetzt habe ich mir das hier nebelig geschmiert. Na toll. So, also, wir machen den natürlich, den Heini. Wir lassen uns nicht ins Boxhorn jagen hier. Von Nixon machen wir das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.